Moment mal, du Penner. Hey! Moment mal, was wollen Sie denn hier? Sie haben uns Vorsicht, Vorsicht! Wie können Sie wagen, daraus noch Kapital zu schlagen? Lassen Sie mich in Ruhe! Das Allerletzte! Lassen Sie mich in Ruhe, ich rufe die Polizei! Die Polizei, lassen Sie das Müll, das kannst du! Das ist das Allerletzte! Du kannst deiner Schuld nicht davonfahren, mein Lieber! Du hast doch lange nicht genug gebüßt! KF bekommen. KF braucht Verstärkung. Servus. Okay. Danke. Ist der Gerichtsmediziner schon informiert? Ja, der ist schon unterwegs. Danke. Morgen. Gut, was haben wir denn? Dürfte schon ein paar Stunden her sein. Wunde am Hinterkopf. Wahrscheinlich hätte man ihn erschlagen. Tja. Könnte ich dir ganz genau sagen, wäre ich Gerichtsmediziner. Hat sie beim Pinkeln erwischt? Raubüberfall können wir wahrscheinlich ausschließen. Aber Ausweispapiere hat er keine bei sich. Knast-Tattoo. Mal eingesessen. Und anscheinend ist er verheiratet. Ja. Was ist das andere Ding da an der Hand? Ist das ein Clubstempel? Nee, ist auch ein Tattoo. Warte mal. Ich leg mal ein Foto. Vielleicht können die Kollegen was damit anfangen. Ja. Der Parkplatz, der gehört zu der Kneipe hier vorne. Wir haben schon versucht, den Pächter zu erreichen. Aber die Kneipe hat geschlossen. Und gestern war eh Ruhetag. Wo ist denn die Frau, die Leiche gefunden hat? Ja, die haben wir nach Hause geschickt. Ich habe sie noch als Zeugin vernommen. Ihr habt sie gehen lassen? Ja, natürlich. Die hat eh nicht viel sagen können. Sie hat am Sonntag ihr Fahrzeug hier geparkt, hat dann zu viel getrunken und hat es heute abgeholt. Und beim Abholen hat sie den Toten entdeckt. Also heute? Genau. Ja, okay. Nee, das kommt raus. Alex! Ich weiß jetzt, wer der Tote ist. Der Wagen auf dem Parkplatz war zugelassen auf einen Leon Schäfer. Ich habe ein Bild vom Einwohnermeldeamt besorgt. Zweifelsfrei unser Toter. Michael, ich weiß, wie der aussieht. Und ich weiß auch schon viel mehr. Woher das denn? Ja, Internet. Ich habe mal die Buchstaben von diesem Tattoo eingegeben. CDA. Ja, und was bedeutet das? Club der Asketen. Was für Raketen? Michael, Asketen. Das sind Menschen, die diszipliniert leben. Die trinken keinen Alkohol, die rauchen nicht. Essen kein Zucker. Ja, Alex, ich weiß, was das ist. Du meinst so Typen wie mich? Ja, genau, ja. Solche meine ich. Naja, und unser Opfer hat diesen Club gegründet. Vor ein paar Jahren. Nachdem er unter Drogen- und Alkoholeinfluss ein Kind totgefahren hatte. Oh, deswegen auch dieses Knast-Tattoo. Mhm. 2,5 Jahre saß er ein, wegen fahrlässiger Tötung. Dann muss ihm die Sache aber ganz schön nahe gegangen sein, wenn er deswegen diesen Club gründet. Tja. Der hat nicht nur den Unfall bereut, der hat daraufhin sein ganzes Leben geändert. Hier, ich hab's noch offen. Im Knast hat er ein Buch geschrieben. Leben mit Verzicht heißt Leben mit Gewinn. Ja. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, also das Buch läuft relativ erfolgreich. Und sein Club hat mittlerweile auch schon ganz schön viele Anhänger. Die verzichten wirklich auf alle möglichen Genussmittel, Michael. Habe ich ja gerade schon gesagt. Nikotin, Alkohol ist klar, Drogen sowieso. Aber auch so Sachen wie Kaffee, Fleisch. Wieso machen die das denn und vor allem warum? Ja, also auf der Website steht, das macht den Geist frei. Man kann es auch übertreiben, echt. Aha. Naja, auf jeden Fall, wenn jemand dem Club beitritt, dann muss er ein ewiges Gelübde ablegen und dann bekommt er dieses Tattoo. So ein hässliches Tattoo. Sex ist wahrscheinlich auch noch verboten. Nein, das ist ausnahmsweise erlaubt. Also vielleicht überlegst du es dir ja doch noch mal. Ich denk noch mal drüber nach. Naja, also das Opfer war auf jeden Fall seit letztem Jahr verheiratet. Robert und Gerrit sind gerade auf dem Weg zu seiner Frau.
Tötungsdelikt? Was meinen Sie damit? Ihr Mann ist auf dem Parkplatz einer Bar gefunden worden. In der Wollstraße. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Das waren bestimmt die Eltern von diesem Mädchen. Waren das die Eltern von diesem kleinen Mädchen? Sie meinen das Kind, das Ihr Mann vor 5 Jahren überfahren hat? Leon ist letzten Samstag bedroht worden. Vom Vater von diesem Mädchen. Inwiefern bedroht? Sie haben es nicht ertragen, dass Leons Buch so erfolgreich war. Für sie hat er kein zweites Leben verdient. Für sie war einfach nur der Mörder, der ihm das Wichtigste im Leben genommen hat. Er hat unser Leben zerstört. Seit diesem grässlichen Unfall ist nichts mehr, wie es war. Ja, das muss schlimm für Sie gewesen sein. Das einzige Kind zu verlieren, das kann niemand verstehen. Niemand. Ja, selbstverständlich. Das und das Schwein kommt nach 2 Jahren Knast schon wieder auf freien Fuß und sahnt obendrein noch ab und macht auch noch Profit von seinem Verbrechen. Das ist unglaublich. Ich kann Sie ja verstehen, aber der Mann hat seine Strafe abgesessen und er scheint die Tat ja auch wirklich zu bereuen. Bereuen? Dass ich nicht lache. Sie meinen den Club der Asketen. Was bildet der Schäfer sich eigentlich ein, wer er ist? Jesus oder liebe Gott oder was? Schatz, bitte. Ist doch so. Sie sollen Herrn Schäfer am Samstag aufgesucht und ihn bedroht haben. Das kann ich mir vorstellen, dass die feige Sau mich gleich anzeigt. Echt. Das ist Typ, ist echt das Allerletzte. Schatz, bitte, jetzt nimm dich zusammen. Ist doch so. Herr Schäfer ist tot. Tot? Wie tot? Naja, aber das Wie und Warum und Weshalb, da haben wir bisher auch noch keine Antworten. Aber deswegen sind Sie hier. Wann haben Sie Herrn Schäfer das letzte Mal gesehen? Bei Gericht vor 5 Jahren. Und Sie, Herr Wimmer? Am Samstag, als ich dem Typen Besuch abgestattet habe. Und gestern Abend? Gestern Abend waren wir beim 70. Geburtstag meines Vaters. Und falls es Sie interessiert, wir haben auch dort übernachtet. Ach, Michael, das ist ja lieb. Woher weißt du, dass ich Durst habe? Gerne, Kollegin. Wir arbeiten schon so lange zusammen. Wahrscheinlich kriegen wir es auch mal zur gleichen Zeit Durst. Danke. Hast du Wimmers Vater angetroffen? Mhm. Und er hat glaubhaft versichert, dass sein Sohn und seine Frau zum Geburtstag da waren. Und über Nacht geblieben sind. Mhm. Ja, ist mal hin. Ah, super. Ist sie für mich? Nein, ist sie nicht? Sehe ich aus wie der Getränkewart oder was? Meine Güte. Geh mal zur Seite. Leute, wir wissen jetzt, wo sich dieser Club der Asketen trifft. Und zwar immer montags in der Kneipe, auf deren Parkplatz wir den Toten gefunden haben. Ja, aber die hatten doch gestern Ruhetag. Ja, eben. Mann, Michael, denen geht's nicht ums Saufen oder ums Abhängen oder ums Feiern. Naja, gut, das kannst du nicht verstehen. Wie auch immer. Wir haben uns auf jeden Fall gleich mal ein bisschen über diese Kneipe schlau gemacht. Der Besitzer hat wegen Kokainhandels ein gutes Jahr Vollpension in der JVA genossen. Was denn? Und bei so einem Vogel treffen sich diese Langeweiler? Ja, genau aus dem Grund. Der Wirt und Schäfer kennen sich aus der JVA. Deshalb auch der Treffpunkt in der Kneipe. Also das heißt, unser Oberasket war definitiv vor seinem Tod in dieser Kneipe. Eine Sache. Wissen Sie schon, was passiert ist? Naja, die Ermittlungen laufen noch. Aber so wie es aussieht, hat Ihr Kumpel die ganze Nacht auf dem Parkplatz gelegen. Und da fragen wir uns natürlich, wieso haben Sie nichts mitbekommen? Waren Sie gestern gar nicht hier? Doch schon. Aber ich bin vorne raus. Hab dann ein Taxi gerufen für zu Hause. Wer hat mir den Lappen weggenommen? Wie spät war es da? 22 Uhr etwa. Mhm. Haben Sie für das Clubtreffen gestern extra den Laden aufgeschlossen oder wie? Ja, montags kommen die Verzichtler. Passend zum Ruhetag. Kein Alkohol, kein Rein und Raus wegen Rauchen. Mhm. Und keine Stimmung. Wie viele Leute waren denn hier? 12, 13 etwa. Jetzt mal eine rein wirtschaftliche Frage. Lohnt sich sowas überhaupt? Ich meine, der Verkauf von Wasser und Säften. Warum nicht? Ich sehe das als PR. Ist aber sehr nobel von Ihnen. Wann ist denn der Schäfer gegangen? Er war der Letzte. Sofort 22 Uhr. Danach habe ich zugemacht. Glück gehabt. Ich habe gestern mein Handy hier liegen lassen. Ich habe mich schon gewundert, wenn das gehört.
Danke. Ja. Schönen guten Tag. Kriminalpolizei. Anhand Ihrer Tätowierung sehe ich, dass Sie auch dem Club angehören. Können Sie uns vielleicht erzählen, wie die Veranstaltung gestern gelaufen ist? Wie immer. Wieso interessiert Sie das? Es geht um Leon Schäfer, Ihren Club-Präsi. Okay. Ging denn der Streit gestern noch weiter? Was denn für ein Streit? Naja, Leon hat sich mit Vinzenz, das ist sein Stellvertreter als Clubpräsident, ziemlich in die Haare gekriegt. Hey, ich sag dir eins, ja? Hey, was? Das ist mein Club und deswegen bestimme ich hier, wo es lang geht. Deinen beschissenen Club kannst du dicht machen, wenn die Leute die Wahrheit erfahren. Schwein. Weißt du was? Ich mache einfach meinen eigenen Club. Hey, darüber reden wir noch. Was heißt denn das, wenn die Leute die Wahrheit erfahren? Was denn für eine Wahrheit? Weiß ich nicht. Aber diesen schwelenden Streit gibt's schon länger. Mhm. Und weshalb? Vinzenz hat auch ein Buch geschrieben. Und ich denke, dass das Leon einfach nicht passt. Aber fragen Sie ihn da doch bitte einfach selber. Ja, das wäre gut, wenn wir das könnten. Ich gebe Ihnen mal seine Nummer. Ich glaube kaum, dass er rangehen wird. Er ist nämlich tot. Sie könnten uns aber den Nachnamen und die Adresse von diesem Vinzenz geben.